Wenn Marvel und DC Schwäche zeigen, wird es Zeit für neue, knallharte Helden. Und wenn es sein muss, direkt aus der Hölle. Aktuell ist eine neue Verfilmung des Kultcomics Spawn in Arbeit, die hoffentlich frischen Wind ins Genre bringen wird. In unserem neuen Original erfahrt ihr alles, was ihr zur Rückkehr des Anti-Helden wissen müsst. Spawn entstammt der Feder von Todd McFarlane, der die Figur 1992 in der ersten Ausgabe des gleichnamigen Comics auftreten ließ. Das Ganze erwies sich als voller Erfolg, sodass McFarlane den Verlag Image Comics gründete, um weitere Ausgaben zu veröffentlichen. Bei der Figur Spawn handelt es sich um den ehemaligen Söldner Al Simmons, der von seinem Boss hintergangen und ermordet wurde. Simmons landet in der Hölle, wo er auf den Fürsten Malboria trifft. Um seine geliebte Ehefrau ein letztes Mal sehen zu können, handelt er mit dem Dämon einen Vertrag aus und wird zurück auf die Erde geschickt. Dort angekommen, stellt er jedoch fest, dass seit seinem Ableben einige Jahre ins Land gegangen sind. Seine Frau ist mittlerweile mit seinem alten Freund Terry Fitzgerald verheiratet. Ohne Gedächtnis und völlig entstellt sind er nun auf Rache und erhält dabei Unterstützung von einem lebenden Kostüm, das ihm magische Kräfte verleiht. Als düsterer Superheld Spawn sorgt Al nun für Recht und Ordnung und bekämpft Verbrecher ebenso wie Kreaturen aus der Hölle. 1997 erhielt die düstere Comicfigur ihr erstes Kinoabenteuer, damals mit Martial-Arts-Star Michael J. White in der Hauptrolle. Obwohl der Film kein großer Erfolg war und von Kritikern wie auch Zuschauern größtenteils abgestraft wurde, stellt er dennoch eine Besonderheit im Superhelden-Genre dar. White war nämlich der erste schwarze Schauspieler, der einen bekannten Comichelden in einem größeren Kinofilm verkörperte. Kurz darauf folgten dann Basketballlegende Shaquille O'Neal in Steel und Wesley Snipes als Vampirjäger Blade. Darüber hinaus machte Spawn vor allem durch seinen visuellen Stil und die wilden Spezialeffekte von sich reden, auch wenn vor allem die schwache Story oftmals kritisiert wurde. Comic-Schöpfer Todd McFarlane zeigte sich wenig begeistert von der alten Verfilmung. Er entschied sich, ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen, welches sich zunächst viele Jahre in der Entwicklungshölle befand. Bei dem neuen Projekt wird McFarlane nun nicht nur das Drehbuch schreiben, sondern auch Regie führen. In einem Interview mit comicbook.com verriet er, dass 2024 ein entscheidendes Jahr für die Zukunft des Films sein wird. An erster Stelle der Produktion: Horrorschmiede Blumhouse. Im November 2023 verriet Jason Blum in einem Interview, dass sich Spawn in einer vielversprechenden Entwicklungsphase befindet. McFarlane arbeitet bereits am Drehbuch. Laut ersten Informationen soll sich die Story stärker an den Comics orientieren. Im Klartext bedeutet das mehr Horror und weniger Superheldenabenteuer. Darüber hinaus wird ein R-Rating angestrebt, was einer FSK 16 oder 18 in Deutschland entspricht. Obwohl das Projekt noch nicht weit vorangeschritten ist, steht bereits seit 2015 ein bekannter Name für die Besetzung der Titelfigur im Raum. Niemand Geringeres als Jamie Foxx soll Spawn verkörpern. Der Oscar-Preisträger hat als Spider-Man-Schurke bereits Erfahrung mit dem Superhelden-Genre und ist auch mit seinen 56 Jahren aktuell immer wieder in Actionproduktion zu sehen. Sicherlich nicht die schlechteste Wahl, um der vielschichtigen Rolle des düsteren Anti-Helden gerecht zu werden. Tatsächlich war der Schauspieler selbst eine treibende Kraft hinter der Idee, die Geschichte neu zu verfilmen. Dementsprechend geht Comic-Schöpfer McFarlane auch weiterhin davon aus, dass Foxx die Rolle übernehmen wird und sagte gegenüber ComicSoon.net: "Erst wenn Jamie sagt, dass er nicht mehr kann, würden die Besetzungspläne geändert." Nach mehr als 9 Jahren Entwicklungsgeschichte stellt sich natürlich die Frage, wann erscheint der neue Spawn-Film? Laut Jason Blum ist ein Produktionsstart 2024 angestrebt, mit einem Release in 2025. Ein genaueres Datum gibt es leider noch nicht. Wir sind mehr als gespannt auf das Projekt. Die Vorlage gibt in Sachen Style einiges her und das Setting rund um die Kreaturen der Hölle klingt ebenfalls spannend. Wenn dann auch noch der Härtegrad stimmt, könnte uns eine feine Genreperle erwarten. Jenseits der aktuellen Superheldenproduktionen von Marvel und DC. Wie sieht es bei euch aus? Klingt das Projekt spannend für euch und kennt ihr vielleicht sogar den alten Film oder die Comics? Teilt eure Meinung in den Kommentaren und lasst dem Video gern einen Daumen nach oben da, wenn euch unser kleines Update gefallen hat.